Die Uhr ist voll scheiße. Da ist noch eine Codex-Seite. Immer noch zu dem Aussichtspunkt und versucht dann noch mal nach Hause zu kommen. Da bleibt das. Zu besuchen, um alle Arten von Schmiedewaren, Waffen, Rüstungen, Schlosserarbeit. Ich habe nichts getan. Ich kenne euch nicht. Wundervoll. So, auf geht's. Dann können wir das Geld abholen. Und können uns ein bisschen was wieder kaufen. Ich würde sagen, ich kaufe erst in der Stadt dort alles und fange dann an, hier mich durchzuarbeiten. Weil ich habe ja alles. Ich habe alle Umbauten, meinte ich. Und dann können wir jetzt hier quasi bei allen Händlern alles kaufen, damit wir das fertig haben. Ich habe Grafen, Prinzen und Königen gedient. Herzlichen Glückwunsch! Kriegst einen Keks? Wenn du willst, sogar zwei! So. Haben wir natürlich wieder welche verpasst, macht jetzt aber nichts, können wir nicht ändern. So. Wieder welche dazugefügt. 2, 4, 6, 8, 10 fehlen noch, okay? Ne, ich hätte auch einfach ein Stück warten können. Dummheit, egal. Ach stimmt, ich hatte ein Templergrab. Ich hatte kein Assassinengrab, ich hatte ein Templergrab. Naja, okay. So, aber ich habe 55.000 Florin. Damit sollte sich doch etwas anfangen lassen, würde ich mal meinen. So, ich hoffe, damit können wir jetzt erstmal alles hier kaufen. Das wäre ja schon mal ein Anfang. Händlerstraße. So. Ich kaufe alles. Rüstung. Das nehmen wir. Geld für eins! Für eins, sag, weißt du? Ich hätte nicht gedacht, dass ihr genug Geld habt. Oh,
Um 3.790 ist gestiegen. Aber ich kann noch gucken, ob ich eventuell... Komm, wir nehmen hier noch ein bisschen was mit. Vielleicht erst die günstigeren. Günstig will ich ja nicht sagen, aber günstiger schon mal. Komm, wir holen Wurfmesser. 15 kann ich jetzt. Rauchbomben ja, nutze ich dann halt. Dann wirkt ihr also nur so gewöhnlich. Boah! Was eine Beleidigung, Alter! Ach, hier könnte ich jetzt auch das Gifttäschchen holen. Okay. Aha. Nicht, was ihr suchtet. Ich verstehe. Und hier kommt auch nichts Neues dazu, oder? Oh, hier habe ich noch eins, das ich noch nicht gekauft habe. Zwei, die ich noch nicht gekauft habe. Vielleicht ein anderes Mal. Ciao. Vielleicht. Boah, guck mal, wie viel Leben ich jetzt mehr habe. Ich habe jetzt natürlich auch kein Geld mehr. Das ist deine Vor- und Nachteile, wa? So, ich möchte gerne nach Venedig. Wo möchte ich denn hin? Dann gehe ich halt mitten in die Stadt, dann muss ich nicht irgendwo am Arsch der Welt rumgucken, ne? Also ich muss sagen, mir macht Assassin's Creed derzeit richtig Spaß. Also am Anfang war es so ein bisschen, okay, aber gerade macht es echt Spaß. Die Scuola di Sant'Orsola wird einen neuen Zyklus zum Schmuck der Kapelle kommissionieren. Alle interessierten Parteien sollen sich bitte bewerben, dass Signore Carpaccio nicht mehr verfügbar ist. So, wir sind unbekannt, das ist schon mal schön. So, ich schau mal, was ich unterwegs mitnehmen kann. Da muss ich hin. Dann würde ich einmal zu Leonardo gehen. Der ist nämlich auf dem Weg. Dann kriege ich nämlich noch zwei, drei Seiten entschlüsselt. Oh. Marcosa, was ist in ihn gefahren? Weiß ich nicht. Der Teufel. Bleib! Warum habe ich den getötet? Hat mir aber auch erstmal gleich die halbe... den halben Bekanntheitsgrad eingebracht. Ich weiß nicht, was das für Leute sind. Aber... Leonardo. Ezio, es ist gut, dich zu sehen. Wie kann ich dir helfen? Haha, du hast noch eine gefunden. Wie aufregend. Woher kenne ich nur die Stimme? Hoch, dann dasselbe umgekehrt. Prego. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass er die gleiche Stimme hat. Ich mag mich irren, aber ich habe das Gefühl, er hat die gleiche Stimme wie... bei Auf immer und ewig.
Da war ja auch quasi eine Figur, Leonardo da Vinci. Und da muss ich sagen, der hört sich, glaube ich, genauso an. Ben trovato, Hugo. Was gibt es denn? Ihr und Rosa konntet vom Setter entkommen. Die anderen hatten weniger Glück. Emilio schnappte sie und nun erwartet sie die Hinrichtung. Wisst ihr, wo sie festgehalten werden? Sie sind noch in diesem Bezirk, aber genauer, nein. Ihr müsst nach ihnen suchen. Ich bringe eure Brüder schon bald hierher zurück. Die Diebe freien, die Emilio gefangen hat. Oh, gut. Wir haben wunderschöne Punkte auf der Karte. Das freut mich. Was willst du denn, Junge? Komm her! So, schaut auf den billigen Plätzen. Falsch. Okay. Ich sehe ihn, da ist er! Ich sehe dich auch. Jetzt sehe ich dich nicht mehr. Was? Tötete er sie auf? Was erzählt der Junge denn? Der Assassine ist in diesem Sestiere. Die Bestie muss gefunden werden. Die Märkte gehören dem Volk. Leben verlassen. Emilio sagt, er strebt nach ihm. Aber was er wirklich will, ist Macht. Eure Verbrechen werden enden. Das Volk wird sich erheben. Hier, erzähl mal bitte nicht so ein Stoßen. Die Märkte gehören dem Volk. Emilio sagt, er strebt nach Einheit. Aber was er wirklich will, ist Macht. Eure Verbrechen werden enden. Das Volk wird sich erheben. Die Märkte gehören dem Volk. Emilio sagt, er strebt nach Einheit. Aber was er wirklich will, ist Macht. Eure Verbrechen werden enden. Das Volk wird sich erheben. Die Märkte gehören dem Volk. Emilio sagt, er strebt nach Einheit. Das hat überraschend gut geklappt mit dem Meucheln. Emilio sagt, er strebt nach Einheit. Aber was er wirklich will, ist Macht. Eure Verbrechen werden enden. Alter. Das Volk wird sich erheben. Die Märkte gehören dem Volk. Emilio sagt, er strebt nach Einheit. Aber was er wirklich will, ist Macht. Eure Verbrechen werden enden. Das Volk wird sich erheben. Die Märkte gehören dem Volk. Emilio sagt, er strebt nach Einheit. Aber was er wirklich will, ist Macht. Eure Verbrechen werden enden. Das Volk wird sich erheben. Die Märkte gehören dem Volk. Folgt mir nach. Können die klettern? Anscheinend ja.